Und wir starten jetzt nochmal. Aber geil, die Vögel sind wieder am Trillern. Ja. Erzählt ihre ganze Lebensgeschichte. Alter, ey. Das ist aber gut, wenn Vögel so am Quatschen sind, das sind gute Quatschköpfe. Ja, der sowieso. Nimm ihn dann, ja. Ich dachte, dann... Frauen sind immer so am Quatschen, aber diesmal bei den Vögeln sind das die Männer, wa? Ja. Ja, gut, der will wahrscheinlich auch Vögel, ne? Ja, diese Jungmänner, ja. Wir amüsieren uns ja gerade über die, ne? Weißt du, was die miteinander reden? Ja, der denkt sich bestimmt auch, oh, guck mal, unser Herrchen ist aber doof. Lass uns auch fressen, Mensch. Und flitsche ich dich aus der Kiste raus. Komm, Männlein, komm rüber, komm. Komm, Jo. Komm. Ja, da komm, Männlein. Ja. Komm rüber fressen, komm. Die alte jagt den immer vom Fressen weg. Oh. Komm rüber, Männlein, komm. Ja. Das ist ja wie im wahren Leben. Leider. Oh ne. Pass mal auf, wenn ich so verhungert werde, dann hätte ich jetzt kein Dach für meinen Kompressor. Ich will hoffen, dass das heute gut geht, wenn wir ATS fahren. Ey. Wie bitte nochmal? Dass das heute gut geht mit meiner Maus. Ey. Ja, hat Frank eingestellt, oder? Nö. Ich sage, da war gestern mehr rumgeeiert wie gefahren. Ey. Habe ich hier ein bisschen gesehen. Alter. Ja, dann willkommen bei die Wölfchen, die Wolfsgamer. Und heute dabei ist mein Papa. Hallöchen, Papa. Nacht. Nein. Dann meine... Gute Nacht. Dankeschön, Schatz. Das ist auch mal geil, ein Profispieler von COD Vanguard, also Call of Duty, ne, will nicht unangenehme Gerüchte aufräumen, nach Anschuldigungen, dass er in Turnieren cheatet. Ja, das Problem ist, er machte dann einen Stream, wo er zeigt, dass er nicht cheatet und zeigt erstmal seine Cheats. Wie doof muss man sein, Louis? Alter. Ja, das denke ich mir auch. Das Problem ist, bei einem Turnier oder sonst was, ne, dass man schon alleine cheatet, ist schon eine große Frechheit. Und dann noch solche Sachen benutzen wie Makros oder sonst was, was ja auch noch eine Erleichterung ist, ist ja auch nichts anderes als cheaten, weil selber hat er ja nichts getan in dem Moment. Das ist schon heftig. So. Oha, der Vater der Formel 1 nahm sich das Leben. Max Mosley ist der Vater von der Formel 1. Der ist tot. Oh. Scheiße. Nachdem er durch eine Krebsdiagnose erfahren hat, dass er noch wenige Wochen zu leben hatte, nahm er sich das Leben. In der Ukraine ist ein Kickboxer verstorben, ne? Beim Kampf. Ach ja. Passiert. Ist halt Krieg, ne? Ja. Wenn wir uns nichts einmischen, die kämpfen für ihr Land. Da müssen die Leute, die Angehörigen, sehr stolz sein. Auch wenn er tot ist, müssen sie sehr stolz sein auf den Mann, was er getan hat. Ja. Der ist im Endeffekt für sein Land gestorben. Ja, richtig. Und so müssen sie es auch sehen. Also auf Deutsch gesagt, ein Held. Ja. Bauern können sie ja immer noch.
Das muss ja nicht sofort sein. Ja. So. Ich habe klipp und klar zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht auf meiner Beerdigung, wenn ich sterbe und ich bin, sollte er sterben als du, will ich nicht, dass ihr traurig auf meine Trauerfeier bin. Ich werde verbrannt und verstreut, fertig. Ich will nirgendwo liegen oder sonst was. Wichtig ist nur, dass ihr feiert. Das habe ich einfach klipp und klar gesagt. Ihr sollt feiern. Weil ich habe dann gelebt. Euer Leben habt ihr noch vor euch. Mhm. Bin mir schon traurig genug, deswegen. Manni, versuch doch mal eben so Sand da zu zocken. Warum? Da ist doch jemand gerade drin. Man kann, geh mal auf seine Map drauf. Junge, den denn ist sowieso im Grund und Boden schießen. Wer denn? Umzunommen. Was? Nein! Ah ne, er spielt wieder anders. Ein Alien gehört. Das war irgendeine Fremdsprache. Gestern habe ich erstmal schön gelesen, dass Dying Light 2, was ich ja gerne spiele, wohl jetzt irgendwann dieses Jahr noch ein sehr großes DLC erhält, das alleine so groß ist, dass die Welt alleine, die es jetzt gerade existiert, übertrifft. Hm. Also nochmal doppelt so groß als das, was wir jetzt haben, und das ist schon heftig. Alles klar, ich sehe gerade, was Sascha vor 20 Stunden die Folge benannt hat, ne? Erstmal American Truck Simulator, Folge 52b, USA mit dicken Hängern. Meint er jetzt, ne? Die dicken Hupen, die dicken Hänger, oder meint er die dicken Hänger, wo er dann stecken geblieben ist? Das kann man jetzt interpretieren, wie man will.
Ja, gehen wir davon aus, er meint die dicken Hänger, ne? Die dicken Hupen. Ne. Ich hoffe ich. Er hat einen Hänger in seiner Hose. Es riecht leider nicht nach Moos. Brumm, brumm. Nein, ein Entchen startet ATS. Das erste Mal heute. Er hat aber heute Morgen ziemlich doof geguckt. Ich habe heute Morgen um 7 nämlich die restlichen DLCs, die ihm gefehlt haben, nämlich heute Morgen geholt um 7. Der war nämlich dann nur kurz im Handy schon wach und dann habe ich Sascha gesagt, ne, sag mal Entchen Bescheid, er soll mal in Steam gucken, er hat was bekommen. Er sagte, Sascha, wie? Sag ich, ja, jetzt brauchen wir uns keine Sorgen machen, er kann jetzt alles haben. So. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, eine Stunde mit Entchen geschrieben. Ich glaube, wie ich ihn dann geschrieben habe, habe ich gesagt, na, du Sack, hast dich gefreut? Da kam nicht eine zurück, so wie bei Sascha, ne? Nein, du Arschbacke oder so, das kam nicht. Ich glaube, das Entchen noch nicht richtig wach war. Er hat gesagt, ich trinke gerade einen Kaffee und werde wach.